Hallo und herzlich willkommen zu den beiden, eben nicht. Ja, wenn nicht. Heute testen wir Monster Juice Mango Loco, ne? Er befindet sich in diesem Paketchen. Ich würde sagen, wir zögern auch nicht lange, weil ich will den probieren. Wir machen den jetzt auf. Ja. Noch ist nichts zu sehen vom Geschehen. Was sagst du dazu, dass man noch nichts sieht? Findest du das scheiße, dass man jetzt noch nichts sieht? Freust du dich, wenn du gleich was siehst? Nein. So, schade. So, jetzt ist es hier. Ja, Leute. Monster Juice Mango Loco. Alter, ist das eine geile Dose. Hype bis März 2020. So, da er für eine Sammlung selber nicht ist, ne, werden wir den jetzt hier unten öffnen. Ne? Also viele von euch, die sammeln, kennen das wahrscheinlich. Das ist einfach nur Bottom Open. Der kommt aus England. 1,35 Pfund. Wenn zwei Löcher rein müssen. Geschmack. Ja, oh, der schmeckt übel geil. Warte, ich hole erstmal. Das war vorherzusehen, sind wir dumm. So, dann erstmal der Geruch, ne? Was findest du, wonach es riecht? Nach Ultra. Ultra was? Ultra Orange. Und was haben wir, das ist ja Orange. Nee, kann bisschen. Das riecht, finde ich, nicht mal. Das riecht sehr nach Mango, finde ich. Das ist, was ich jetzt blöd sage, ich finde, der schmeckt nach Halloween. Also, er schmeckt ein bisschen kürbisartig. Ja. Also, so gut finde ich den gar nicht. Ich hätte auch was Besseres erwartet. Ist auch relativ süß. 12 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Also 58 Gramm auf 500 Milliliter. Aber ich finde, also, er schmeckt nicht schlecht, aber ich hätte jetzt auch was, ein bisschen was Besseres erwartet. Es schmeckt nicht nach. Es schmeckt nicht nach Mango, ich finde, das schmeckt auch mehr nach Mandarine. Ja, stimmt. Aber es riecht nach Mango. Es riecht nach Mango? Nicht so. Ne, doch, ich finde schon, dass es nach Mango riecht. Aber es hat im Geschmack eher so Richtung Pfefferminz, finde ich. Pfefferminz bin ich bescheuert, ich meine Mandarine. Wie komme ich denn auf Pfefferminz? Keine Ahnung. Ja, aber es schmeckt nach Mandarine, das ist schon recht. Also, er hat auf jeden Fall was. Aber also ich finde, die Dose sieht geiler aus, als es schmeckt. Es ist jetzt vom Design her, würde ich sofort sagen, ja, bringt sie nach Deutschland. Aber vom Geschmack her würde ich sagen, muss jetzt nicht unbedingt nach Deutschland, also auf den deutschen Markt kommen, oder wie siehst du das? Ich finde, der hat auch bis. Der schmeckt irgendwie auch ein bisschen nach Pipeline. Ich finde, der. Also einen ähnlichen Geschmack haben sie auch. Der Geruch ist auch wie Pipeline Punch, nur Pipeline Punch. Riecht extrem süßer. Aber die Grundbasis ist ähnlich. Jetzt weiß ich auch, warum das so ähnlich schmeckt, weil Pipeline Punch ist auch Juice. Also bei uns heißt es Punch. Ja, bei uns ist es Monster Punch, Pipeline Punch, aber wir hatten ihn ja schon mal aus Amerika. Da ist unsere Juice. Auf unserer amerikanischen Dose, die wir haben, steht auch Monster Juice Pipeline Punch. Genau, das ist ja praktisch auch aus der Juice-Serie. Es gibt ja Monster Juice Pipeline Punch, Monster Juice Mango Loco. Monster Juice, diese Dose, Monster Juice Ripper und Monster Juice Chaos, also die gibt es jetzt eigentlich, also Monster Chaos gab es auch mal, oder? Wir sollten das aufwischen. Bewertung von dem Geschmack?
Von 1 bis 10? 6 von 10. Genau, das wollte ich auch sagen, ohne Spaß. Ich finde, es ist eine 6 von 10. Weil es ist besser als die Hälfte, sag ich mal, aber es ist halt jetzt auch nicht so eine Glanzleistung. Also ich finde, es schmeckt wie der Pipeline Punch. Nur du merkst halt, also ich glaube, die haben sogar relativ gleiche Anteile von Zucker, wenn nicht, dass der sogar mehr hat. Aber ich finde, der Pipeline Punch schmeckt extrem süßer, aber schmeckt ähnlich. Mhm. Wobei der Pipeline Punch ja eher Multivitaminsaft ist, sag ich mal. Und das hier das ist auch. Ja, aber das ist noch, wollte ich gerade sagen, mit einem Hauch Mandarine mit. Und ich glaube, das ist der Grund. Vielleicht steht hier auch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Pipeline Punch süßer ist. Ich hole mal kurz Tücher, damit wir. Hier so ist Guava, Mango, White Quail, Apple, Pineapple, Apricot, Orange, Peach, Lemon, Passion Fruit. Passion Fruit. Ja, da ist nicht dran. Reicht ja auch, das ist schon ein ganz schöner Mix. Zeig mal. Also warte, was haben wir hier? Also Guave, Mango, weiße Traube, Apfel, Ananas, Aprikose, Orange, Pfirsich, Limone und Passion Fruit, also Passionsfrucht. 0,4% Taurin. Würdest du es hier wieder machen? Nee, den gibt's auch gar nicht in Deutschland. Ja, wenn wir mal irgendwo bestellen, würdest du ihn dir mitbestellen zum Beispiel. Und ja. Wenn es ihm wieder geht, also schmeckt er so gut, dass du ihn dir wieder holen würdest, angenommen, es würde ihn in Deutschland geben? Ja. Ich würde ihn mir wahrscheinlich. Ich finde es so unnötig, dass hier 1,35 Euro steht und. 1 Pfund. Ja, und. Wir haben ja auch einen Online-Shop gefunden, der zum Beispiel den Rockstar Restart für 1,70 Euro anbietet. Da werden wir wahrscheinlich auch demnächst zuschlagen, wenn wir beide Rockstar Restart stehen haben. So, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Alles klar. Diana, say it. We have lost our soul. A course has been set.